republikanischer Codename, Aurik Nen. Hey, endlich! Theron, gebt mir einen Lagebericht. Ich bin in imperialem Raum über Siost. Ich wollte heimlich landen und meinem Bodenteam helfen, aber ich habe die falschen Freigabecodes benutzt und meine Schilde halten nicht mehr lange durch. Bringt euch erstmal in Sicherheit, dann können wir reden. Ich weiß eure Sorge zu schätzen, Major, aber ihr müsst erfahren, was hier vor sich geht. Ich habe Berichte erhalten. Durchgedrehte Soldaten, Sklaven und Zivilisten, die unter Beschuss stehen. Ich hatte eine Vermutung, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ich habe ein verdecktes Team losgeschickt, um der Sache nachzugehen. Aber es ist alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube, er ist es, der Imperator. Ich bin da, so schnell ich kann. Haltet durch, Theron. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich schicke euch die richtigen Freigabecodes und die Koordinaten um meinen... Bin getroffen. Werde versuchen, dieses Ding zu landen. Sucht nicht nach mir. Ich bin... Theron? Theron, meldet euch. Durchhalten. Ist da jemand? Theron? Ich hatte euer Eintreffen vorausgesehen. Konnte es aber nicht glauben. Warum auch, nachdem ihr meine Wiedergeburt auf dem Yavin-Mond miterlebt hattet? Warum solltet ihr erneut dem Tod ins Angesicht blicken wollen? Und dann habe ich erkannt, ihr seid einfältig. Nicht besonders hell. Aber das ist in Ordnung. Es freut mich wirklich, dass ihr hier seid. Ihr werdet Zeuge des Untergangs einer ganzen Welt, falls ihr lange genug überlebt. Er ist weg. Ich kann... endlich. Schon wieder zurück? Ich schätze, ich sollte mich geschmeichelt fühlen.
Dann haben mich meine Sinne also doch nicht getrogen. Ihr seid es wirklich. Lana Beniko. Ich schätze, es war nur eine Frage der Zeit, bis der Chaos-Trupp hier auftaucht. Dieser Jedi hatte eine Menge Militärausrüstung dabei, wenn man bedenkt, dass Siost kein Schlachtfeld ist. Nicht in unserem Krieg, das stimmt. Dieser Jedi, der nicht bei klarem Verstand war, er gehörte zum sechsten Prinzip. Das sechste Prinzip? Nie davon gehört. Das ist ein Team von Jedi-Kommandos, das insgeheim für den SID arbeitet. Sie folgen ihrem eigenen Zusatz zum Kodex der Jedi, daher auch der Name. Es gibt keine Überlegungen, nur Pflicht. Toller Standpunkt, solange sie auf eurer Seite stehen. Entschuldigt bitte die Störung. Ich habe einen Suchdroiden zu der abgestürzten Fähre geschickt, Ministerin Beniko. Sie ist leer. Agent Kovac, das ist der ehemalige Verbündete, den ich erwähnt hatte. Im Moment wollen wir alle dasselbe erreichen, also würde ich vorschlagen, dass wir zusammenarbeiten. Er hat euch Ministerin genannt. Ja, das hat er. Wir wissen, dass Teron Shan in der Fähre war. Und wir wissen auch, dass er maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass das sechste Prinzip auf Siost ist. Bis jetzt hat Teron nur dafür gesorgt, dass unsere Probleme noch größer werden. Hoffentlich bleibt es nicht weiterhin so. Teron ist hier, um den Imperator aufzuhalten. Genau wie ich. Vishiet ist nicht unser Imperator. Nicht mehr. Wie ihr selbst gesehen habt, ergreift Vishiet von immer mehr Soldaten und Sith-Besitz. Sein Ziel ist immer noch die Vergrößerung seiner Macht. Agent? Die dunkle Seite ist stark auf Siost. Mit den Ressourcen des Außenpostens kann der ehemalige Imperator die Schutzlosen hinschlachten, um sich selbst zu stärken. Je mächtiger er wird, desto mehr Leute kann er kontrollieren. Er wird weiter töten, bis nichts mehr übrig ist. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich werde überall gebraucht, und zwar gleichzeitig. Ich habe mich sowieso schon zu lange aufhalten lassen. Agent Kovac hat einen Plan, der helfen sollte, das Blutvergießen einzudämmen. Agent? Nach den Ereignissen von Yavin wurde ich hierher geschickt, um den Sith-Geheimdienst zu infiltrieren. Ich arbeite für Teron Shan. Es war geplant, dass wir uns hier treffen. Und ihr erwartet jetzt von mir, dass ich euch das glaube? Hoffentlich finden wir Agent Shan lebend, dann seht ihr es selbst. Aber eins nach dem anderen. Die Waffenkammer des Außenpostens ist im Moment völlig ungeschützt. Jeder kann dort rein. Wir müssen sie abriegeln. Dann zeigt mir den Weg. Bin schon dabei. Da draußen wirklich den Weg freigemacht. Das ist gut. Aber auch schlecht. Mit jeder seiner Marionetten, die getötet wird, wird Vishiet ein bisschen stärker. Nicht so sehr, wie wenn sie selbst töten, aber trotzdem, behauptet zumindest Ministerin Beniko. Wir müssen sie also aufhalten, ohne sie zu töten. Oder wir zerstören Vishiet. Nicht, dass jemand wüsste, wie wir das anstellen sollen.
Agent, wir haben Gesellschaft. Fast geschafft. Meisterin Zorro, die Kommandantin des sechsten Prinzips. Diese hier gefällt mir bisher am besten. Sogar jetzt kämpft sie noch. Und was hat sie nicht für schreckliche Dinge im Namen der Republik getan? Schreckliche Dinge? Das müsst ihr gerade sagen. Gutes Argument. Leute von eurem Schlag haben ja oft mit solch naiven moralischen Dilemmas zu kämpfen. Wenn diese Welt in rotem Nebel versinkt und ihr an Strömen aus Blut erstickt, werdet ihr daran denken, dass ihr jetzt die Chance hattet zu fliehen. Eine Chance, die ich euch gab. Es gibt keine Überlegungen, nur Pflicht. Wir verschwenden hier nur Zeit. Die Waffenkammer ist sicher. Ihr geht vor, ich bleibe dicht hinter euch. Ich kann es bestätigen. Die Verteidigung ist ausgeschaltet. Mit diesen Waffen und der Waffenkammer haben sie jetzt jede Menge Durchschlagskraft eingebüßt. Ich sollte auch Evakuierungsmaßnahmen einleiten können. Je weniger potenzielle Ziele es auf Siost gibt, desto besser. Ich hoffe, ihr hattet nicht allzu viel Spaß ohne mich. Perfektes Timing. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Ich habe versucht, früher hier zu sein, aber ihr wisst schon, ich bin auf etwas Widerstand gestoßen. Ich dachte, es wäre angebracht, meine Rolle bei dieser Sache offen zu legen. Also habe ich das getan. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Natürlich. Es erspart uns die Mühe, uns für ein Bündnis vor jemanden zu verstellen, dem wir vertrauen können. Ihr seht ziemlich mitgenommen aus, Theron. Ja, wem sagt ihr das? So wie es da draußen aussieht, kann ich kaum fassen, dass ich es überhaupt so weit geschafft habe. Die Marionetten des Imperators haben sich direkt nach meinem Absturz auf meine Fähre gestürzt. Einfach so. Wahrscheinlich waren sie auf ein paar leichte Opfer aus. Ich tat das Einzige, was mir einfiel. Ich programmierte das Schiff auf Überladung, um alles darin und darum zu braten. Ich versuchte, mich selbst zu schützen. Die Hälfte meiner Implantate ist dabei aber trotzdem draufgegangen. Und das hat den Angriff aufgehalten? Hat sie ausgeschaltet, ja. Ein paar sind wieder aufgestanden, schienen aber verwirrt. Nicht besessen, eher benommen. Eindringlinge, wischt ihr jetzt Marionetten? Ich habe da so eine Ahnung. Seid auf alles gefasst. Das war ein Albtraum. Was? Ich kenne euch. Euer Gesicht war auf jeder Blaster-Zielscheibe in der Akademie. Geht und versucht euch in Sicherheit zu bringen. Jetzt wissen wir es also. Wenn man sie bewusstlos macht, wird das Band gelöst. Zumindest vorübergehend. Wenn man ein paar von ihnen stark genug trifft, sollten sie eine ganze Weile ausgeschaltet sein. Ja, aber wie stellen wir das an?
Ich habe da ein paar Ideen. Ich muss mir die kommunale Infrastruktur von Neu Adasta ansehen. Braucht ihr dabei Hilfe? Etwas Unterstützung? Nein, ich melde mich dann. Kovac ist großartig. Ich wollte lediglich Augen und Ohren im Sith-Geheimdienst haben und er hat sich direkt neben Lana in Position gebracht. Lana Beniko, Sith-Geheimdienstministerin. Wer hätte das gedacht? Als ich sie auf Manaan kennenlernte, steckte sie bis über beide Ohren in Schwierigkeiten. Zumindest schien es so. Sie mag ein Feind der Republik sein, aber wir wissen beide, dass sie an unserer Seite gegen den Imperator kämpfen wird. Das hoffe ich sehr. Aber wer bin ich schon, mir ein Urteil anmaßen zu wollen? Ich hätte mein Team niemals hierher schicken dürfen. Ich habe eine üble Situation noch schlimmer gemacht und jetzt... Und jetzt empfangen wir ein wichtiges Holo-Gespräch. Großartig. Ihr wart ziemlich beschäftigt, Agent Shan. Kanzlerin. Eine inoffizielle Mission nach Siost. Ein geheimes Jedi-Einsatzteam. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich beginnen soll. Alles geschah so schnell. Ihr versteht nicht... Doch, ich verstehe sehr wohl. Ich verstehe, dass ihr es unterlassen habt, mich darüber in Kenntnis zu setzen, was für eine ausgezeichnete Gelegenheit sich eröffnet hat, das Imperium zu vernichten und den Imperator im direkten Kampf zu stellen. Wir werden das Chaos auf Siost zu unserem Vorteil nutzen und beginnen mit Neu Adasta. Ich erwarte eure Kooperation. Moment, bitte, bevor ihr den Befehl sendet... Ihr scheint es nicht zu verstehen, Agent Shan. Es gibt keine Diskussion darüber. Unsere Schiffe sind im Orbit. Die Invasion hat bereits begonnen. Ich habe versucht, euch zu erreichen, um euch zu sagen, dass das nicht gut ausgehen wird. Die Zeit fürs Lamentieren ist vorbei, seit ihr das orbitale Verteidigungskommandozentrum ausgeschaltet habt, Agent. Nein, schon davor, als ich euch bei Teron Shan eingesetzt habe. Bei allem Respekt, ihr habt ja nicht gesehen, was vor Ort geschehen ist. Die Macht, die der Imperator hat... Das ist mir bewusst, Agent. Wenn ihr einen Bericht zum Sith-Geheimdienst oder dem SID habt, können wir reden. Aber ich werde mir sicher nicht von euch erklären lassen, wie ich einen Krieg zu führen habe. Verdammt, das ist übel. So kann man es auch sagen. Ich gehe davon aus, dass ihr alles mitgehört habt. Jedenfalls genug. Teron verlässt sich auf euch, während ihr ihm in den Rücken fallt. Ganze Arbeit. Mein oberstes Ziel im Moment ist es, Vishiet aufzuhalten. Verurteilt mich meinetwegen, aber tut es bitte, während wir uns um ihn kümmern. Ich weiß, dass ich die Lage verschlimmert habe. Wegen mir sterben noch mehr Unschuldige. Und das ist... Bitte, lasst mich euch helfen. Das hier ist noch nicht vorbei. Nein, davon bin ich auch nicht ausgegangen.
Schritt 1. Ich gebe euch weiter Deckung. Den anderen. Verzeiht, Meisterin Suro hat eine Einheit ausgeschaltet, die Sklaven evakuieren wollte. Danach griff sie die Sklaven an. Ich verarzte die Überlebenden. Ich wollte nur euch viel Glück wünschen, okay? Und die Dämpfer kriegen den Hauptteil der Entladung ab. Jetzt müssen wir nur noch die Notsicherung des Systems deaktivieren. Sollen Sie nur kommen! Was war das für ein Ding? Wir nennen sie Monolithen. Ich hatte wirklich nicht vor zu lauschen. Ich wollte euch nur warnen. Wir haben schon mehrere dieser Kreaturen überall in Neu-Adaster entdeckt. Sie wurden durch Sith-Alchemie erschaffen. Ein Zeichen für Vishiels wachsende Macht. Sie sind extrem stark und praktisch unmöglich zu töten. Der, den ihr gerade besiegt habt, ist der kleinste, den wir bis jetzt gesehen haben. Sagtet ihr... praktisch unmöglich. Ich hoffe, dass ihr mich eines Besseren belehrt. Der Plan ist ein Fehlschlag. Eine gigantische Kreatur ist aufgetaucht und hat eine elektrische Entladung verursacht. Die Dämpfer sind hinüber. Das muss ein Monolith gewesen sein. Was auch immer es war, ich möchte nicht seine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Wie sieht es aus, Kovac? Nicht gut. Ich habe versagt. Es tut mir leid, Agent Shan. Ihr habt sicher euer Bestes getan. Mehr können wir nicht verlangen. Vielleicht solltet ihr Lana kontaktieren. Wenn möglich... soll sie sich bei mir melden. Das mache ich. Ich bin euch dankbar. Lana. Mir wurde gesagt, dass Agent Kovacs Plan gescheitert ist.
Zum Glück habe ich einen neuen Plan. Einen besseren Plan. Er ist allerdings mit einem großen Risiko verbunden. Für euch. Ich bin ganz Ohr. Die ganze Welt wird vom Krieg heimgesucht. Unser ehemaliger Imperator beschränkt sein Wirken jedoch auf den Bereich um Neu-Adasta herum. Auf eure Nähe. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Ich halte es für möglich, dass er nicht so stark ist, wie er uns glauben macht. Und ich halte es für möglich, dass ihr ihm Sorgen bereitet. Ich bin nur ein Soldat. Wir wurden nie dafür ausgebildet, Sith-Geister auszuschalten. Oder was auch immer er jetzt ist. So oder so. Ihr bereitet den Kopfzerbrechen. Und das ist der Vorteil, den wir brauchen, um ihn aufzuhalten. Ihr müsst dafür sorgen, dass all seine Marionetten, jeder Soldat, Jedi und Sith, mit dem Gemetzel aufhören und euch ins Herz von Neu-Adasta verfolgen. Vishiet muss euren Kopf wollen. Jetzt! Yeah.
Ihr habt es geschafft. Gut. Die Zeit drängt. Und wir haben nur wenig verlässliche Hilfe. Agent Kovac ist gerade auf der Suche nach Bauteilen, um Droiden für ein Unterdrückungsteam zu bauen. Also habe ich einen anderen Agenten um Hilfe gebeten. Seid ihr in Position? Ja, aber der Aufbau ist ganz anders, als ihr beschrieben habt. Ihr wollt also damit sagen, dass ihr es nicht schafft? Jetzt werdet bloß nicht. Ich schaffe es schon. Wir wollen jeden Moment beginnen. Das wäre also gut. Womit genau werden wir denn beginnen, Lana? Ihr werdet Vichiet wütend machen. So wütend, dass er seine ganze Aufmerksamkeit darauf richtet, euch zu töten. Wenn die Zeit reif ist, führt ihr ihn zu einer elektrostatischen Waffe, die hier gelagert wird, im Herzen von Neu-Adaster. Sie ist eigentlich als letzter Ausweg für große Bürgeraufstände gedacht, aber Theron hat sie so modifiziert, dass sie nicht mehr tödlich ist. Mit der reduzierten Ladung wird der Wirkungsradius wesentlich kleiner sein. Ihr habt eine Waffe, deren alleiniger Zweck es ist, eure eigenen Leute zu töten? Es ist ja nicht so, als hätten wir in jeder Metropole eine installiert. Aber wir haben Neu-Adaster bei einem früheren Aufstand schon einmal fast verloren. Na, wenn das so ist... Wollen wir anfangen? Hört gut zu, ehemaliger Sith-Imperator. Eure wiederholten und schrecklichen Verbrechen gegen die Republik und unschuldige Bürger in der ganzen Galaxis werden nicht ungesühnt bleiben. Im Namen der Armee der Galaktischen Republik informiere ich euch hiermit über eure bevorstehende Auslöschung, was auch immer ihr wirklich seid. Welche Macht ihr auch immer zu besitzen glaubt, nichts wird euch vor mir retten. Ich glaube, das hat funktioniert. Ich muss jetzt gehen. Es gibt viel zu tun. Zu viel. Um ehrlich zu sein, hätte ich gar nicht herkommen dürfen. Bleibt stark und konzentriert. Es wird alles gut gehen. Danke. Wir werden sehen, ob ihr recht behaltet. Glaubt ihr, ich weiß nicht, was ihr da tut? Natürlich weiß ich das. Ich weiß alles. Mein dummer kleiner Soldat. Und ich werde es genießen, euch scheitern zu sehen. Sollen Sie nur kommen. Tötet sie! Tötet die Jedi! Wenn ihr sie am Leben lasst, werden sie weiterhin in meinem Namen morden. Also zögert nicht. Tötet sie. Mir ist es egal. Und eurem geschätzten Verbündeten ebenso. Ein loyaler Diener der Republik. So edel. So erbärmlich.
Geschafft. Ich habe die größtmögliche, nicht tödliche Explosion eingestellt, die wir riskieren können. Das sollte genügen, um jeden in Reichweite ein unverhofftes, ausgiebiges Nickerchen machen zu lassen. Sollte? Es gibt hier leider keine Universaleinstellung. Es ähnelt eher einem Ratespiel. Ich wünschte, wir hätten Zeit für einen Testlauf. Sie müssen schon ganz in der Nähe sein. Dann los, wir müssen uns abschirmen. Okay, warten wir darauf, dass sie in Reichweite kommen. Ich habe zwei Mitglieder eures Teams getroffen, Theron. Und? Ich habe ihnen einen Schock verpasst. Als ich ging, waren sie noch bewusstlos. Gut, danke. Hoffen wir nur, dass sie nicht unter der Kontrolle des Imperators stehen, wenn sie aufwachen. Okay, da kommt die Marionettenbrigade. Jetzt heißt es Daumen drücken. Am nächsten dran, hat die größte Ladung abbekommen. Lebt noch. Wir haben es geschafft. Hoffen wir nur, dass wir alle von ihnen erwischt haben. Wir sollten jetzt Lana kontaktieren, um herauszufinden, ob sie einen Plan für das weitere Vorgehen hat. Ich habe eine bessere Idee. Meisterin Zuro. Nein. Amüsant, dass ihr dachtet, ihr hättet eine Chance. Diese ganze Farce ist jämmerlich. Also, wie wünscht ihr zu sterben? Im Kampf oder auf den Knien? Verschwindet, kleiner Sith. Das hat nichts mit euren Freunden zu tun. Nur mit uns beiden. Hey, Meisterin Zuro. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um rauszukommen. Eure Worte sind so verzweifelt wie sinnlos. Und sie werden eure letzten sein. Ich habe es gesehen. Alles. Jedes Leben. Jedes einzelne Leben, das er genommen hat. Das ich genommen habe. Ich kann nichts anderes mehr sehen. Ich bin ein Monster. Das stimmt nicht. Es wird euch wieder besser gehen. Ich bringe euch nach Typhon. Die Jedi werden euch dabei helfen, euren Geist wieder zu beruhigen und euch wieder genesen zu lassen. Und dann wird sie uns nichts nützen. Wir müssen verstehen, welche Verbindung Vishia zu diesem Jedi aufbauen konnte, damit wir es verhindern oder ausnutzen können.
Ja, und lasst mich raten, die Methode ist invasiv. Hat sie nicht schon genug durchgemacht? Wir haben etwas Zeit gewonnen, das ist alles. Wir können nicht das Schicksal der ganzen Galaxis aufs Spiel setzen, nur um eure Schuldgefühle zu beruhigen. Ihr wollt ihr Gehirn auseinandernehmen und wisst nicht mal, ob ihr dort überhaupt etwas findet. Wir müssen es versuchen. Er wird niemals verschwinden. Ich werde ihn immer hören. Meisterin Suro geht mit Theron. Ihr macht Witze. Sagt mir, dass das ein Witz ist. Ihr habt ihn gehört. Ihr habt uns vielleicht alle dem Tod geweiht. Ich hoffe, ihr seid glücklich. Dann lasst uns hoffen, dass sie uns nicht die imperiale Armee auf den Hals hetzt. Und nur zur Sicherheit werde ich Meisterin Suro so schnell wie möglich vom Planeten schaffen. Der Imperator gönnt uns eine Atempause, aber sie wird nur so lange andauern, bis all diese trainierten Tötungsmaschinen, die wir ausgeschaltet haben, wieder aufstehen. In der Zwischenzeit können wir Saresh vielleicht dazu bringen, sich auf einen strategischen Rückzug einzulassen. Kanzlerin? Ihr habt sicherlich Fragen zum Status unserer Invasion, aber zuerst habe ich ein paar Fragen an euch. Was könnt ihr mir zu diesen Fällen von Besessenheit sagen? Obwohl es zuerst Einzelfälle waren, scheint Theron Shan zu denken, dass... Ich bin neugierig. Glaubt ihr wirklich, dass ihr irgendetwas erreicht habt? Was genau meint ihr, aufgehalten zu haben? Ich lasse nicht zu, dass ihr jedes Lebewesen auf dieser Welt umbringt, um unsterblich zu werden. Ich habe den Tod bereits überlistet. Jetzt verfolge ich andere Pläne, wie ihr bald sehen werdet. Ich habe entschieden, dass es interessanter ist, euch am Leben zu lassen. Wenn ihr weiter Widerstand leisten wollt, nur zu. Eure Einmischungen werden nichts ändern. Wenn ich hier fertig bin und jedes Leben auf dieser Welt ausgelöscht habe, will ich, dass ihr am Leben seid, um meinen Erfolg zu sehen. Lebt wohl. Verstanden. Vielen Dank. Vielen Dank. Worum ging es da eben? Um Meisterin Suro. Sie war für eine Weile katatonisch, ist aber jetzt wieder ansprechbar. Sie ist zwar nicht in der besten Verfassung, aber auf einem guten Weg. Gute Neuigkeiten wären eine willkommene Abwechslung. Da gebe ich euch recht. Saresh hatte endlich ein Einsehen. Sie hat einen Teil unserer Truppen rausgeholt, bevor die Lage völlig außer Kontrolle geraten ist. Aber wir haben so viele verloren. Von Siost ganz zu schweigen.
Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, habe ich herausgefunden, dass Agent Kovac die ganze Zeit für Zaresh gearbeitet hat. Hat er euch das selbst gesagt? Ich habe ihn bei einem Hologespräch erwischt. Man sollte meinen, er wüsste, wie man eine Tür schließt. Wie ist sein aktueller Status? Soweit ich weiß, gibt er immer noch vor, für Lana zu arbeiten und erstattet Zaresh Bericht. So oder so liegt das nun alles nicht mehr in meiner Hand. Technisch gesehen sollte ich nicht mal hier sein. Zaresh und Meisterin Satil waren nicht erfreut darüber, als sie herausgefunden haben, dass ich ohne ihr Wissen ein geheimes Jedi-Team stationiert hatte. Ich wurde vom Dienst suspendiert. Für unbestimmte Zeit. Vergesst den SID. Ich könnte jemanden wie euch an meiner Seite gebrauchen. Ein verlockendes Angebot, aber... Als ich jünger war, hatte ich eine genaue Vorstellung davon, wer und was ich später sein wollte. Am Ende ist es zwar anders gelaufen, aber nicht unbedingt falsch. Was ich damit sagen möchte, ich gehöre zum SID und werde nicht das Handtuch werfen. Freut mich zu hören. Irgendwo da draußen treibt der Imperator immer noch sein Unwesen. Und Zaresh wird nach Sios nicht klein beigeben. Nein, Zaresh ganz sicher nicht. Ich hätte mich früher an euch wenden sollen. Welcher Wahnsinn auch als nächstes passieren wird. Den Fehler mache ich kein zweites Mal. Gebt auf euch Acht.